Nicely done. Very nice indeed. You are clearly a man to be reckoned with. The name's Fardine. Merchant, traveler, man of the world. I'm certain we'll be doing great things together. Take these, and now this rune, and Flotnar's greatest secret, the sail spar, as a sign of my good faith. You've earned it. Grateful for their freedom, the Flotnar taught their liberators the secret of the sail spar. With this simple stretching pole, the Ulfung could prevent their longships from wrecking on the great leeward reefs of the Bay of Serpents. While the trader Fardine, seeing a leader worth befriending, returned to the village to set up his shop. Thank you.
So, this is your village, eh? Not too shabby. Come see me when I've set up shop. I'm sure you have questions about the lands to the south. A merchant living with the Ofung. Never thought I'd see the day. My mother, Grindel, spoke to me in my dreams. She requests an audience with you. They say the troll witch has knowledge of how to forge the mystic metal, Jotunyarn. I know not of this, but she challenges you to find her in the tunnels of Utgard. If you can find one of the Jotun's anvils, we may be able to make more powerful weapons. Sounds like a trap, but hopefully the kind with lots of giants to kill along the way. Let's do it! Das scheint keiner blöd zu sein. Hier ist auch nichts Neues. Ringe haben wir den Serpent Ring, das ist Critical Lifesteal, wo nur Poison Resist. Was war nichts Neues? Imperiale Axt Einhand, schön DBS. 9 Helm, 50 Armor, 3% Blocken. 5% mehr Rüstung und 4% mehr Blutbonus, das nehmen wir doch mal. Ja, das kann ich verkaufen. Könnten wir das Schwein testen? Ich weiß auch nicht, wie viel Schaden wir dadurch verlieren. Hier ist der Gürtel. You need new armor. Das sind die Tries of God. Faith the Cherish of Skat, die Rede, ne? Mhm. Quiet Level 2, 8, 14, 20. Das sind die Rewards oder was, wenn man das schafft. Let me solve your wounds. Ah, what wounds have you brought me this day? Oh, hätte man vielleicht lesen sollen. Da kann man wahrscheinlich die Runen reintun. Runenlisten gibt es rechts. Hier haben wir zwei Runenplätze. Da könnte man das jetzt reintun. Urus Rune haben wir
Hiervon haben wir 3 Stück. Die machen mehr Schaden, wenn wir sie in Waffen tun würden. In Rüstung gibt es Rage Duration, Block Bonus, Movement Speed, Max Health. Achso, die sind dann nur ein bisschen besser, oder was? Okay. Von oben nach unten ist sie einfach nur etwas stärker, oder? Hier hätten wir einen Runenplatz drin. Wir könnten Critical Chance, Attack Speed 6%, Lifesteal 4%. Die hat aber schon 8. Wäre vielleicht ein bisschen vergeudet. Okay, das System ist ganz klar. Hier passt keiner rein. Und die Rüstung könnten wir reintun. Wir können upgraden, das können wir dann noch über sonst noch was machen. Have you brought me this day? Nee, okay. Upgraden können wir das Ganze noch einmal. So, Level 2. Den Ring können wir verkaufen. Keine Ahnung, ob man das hier später alles noch gebrauchen kann. Ich denke nicht, aber. Ressourcen dann zu sein. Zum Schmied gucken, ob wir da noch was machen können. Oder ob wir schon leer gelaufen sind, dass die Ressourcen haben. Also, Jojo ist angehört, okay. Ja, gut, dann machen wir erstmal weiter mit der Story.